schon raus. Du bist schneller. Viel schneller. Selbstverständlich. Oh, sehr schön. Dann haben sie es ja mit drin. Umso besser. Und kabusch. Kabusch. Wirst du wohl mal aufschlagen. 2,5 und keine Explosion. Oh. Und wir sind ein bisschen zu weit vom Ziel. Ich würde gerne da lang. Da lang, bitte. Kommt mir das nur vor oder kann ich gerade gegensteuern? Hm. Na gut, also wir sind einigermaßen nah dran. Auch wenn wir mit dem Jetpack nicht werden hinfliegen können. Und wir landen sogar an Land, oder? Nee, im Wasser. Nee. Das heißt, der arme Bill, der hat jetzt schon eine Schwimmbewegung gemacht. Ja, genau, das wirst du gleich machen müssen. SAS aus, okay, flupp. Das heißt, er wird gleich aussteigen müssen. Und dann könnte er da hinten hin wackeln. Sieht aber ganz schön weit aus. Na gut, da das Ganze jetzt eh zum Rumexperimentieren ist, experimentiere ich, ob das mit dem Fallschirm immer noch ein Problem ist, wenn man Warp benutzt. Ob die dann irgendwann abreißen. Bisher sieht es gut aus. Also das würde ich niemals bei unserer Staffel 3 machen, im richtigen LP. Weil es halt immer das Gerücht damals gab, dass wenn man Warp benutzt, dass es dann einfach abreißt. Und das hatten wir auch schon ein, zwei Mal. Flupp. Doink. So, Warp aus. Aus, 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 aus. So, wir haben sogar Licht dran. Dreh dich mal bitte so, dass... Ah, die, oh, die sehen ja richtig cool aus, wenn sie sich drehen. Okay, kommst du da raus? Hatch is obstructed, can't exit. Okay, das kriegen wir hin. So. EVA. Wow. Lass los, lass los. Das fällt gleich um. Das fällt gleich um. Geh weg da. So. Jetzt tritt das Ding ins Meer. Donk, 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 donk. Weg mit dir. Okay. In der Richtung. Irgendwo. Das ist unser Dingens. Wo ist dein Jetpack? Da. Ja, das bringt mir eben gar nichts. Scroll, 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 scroll. Och, nö, Jungs. Ich glaube, das gebe ich mir nicht mit dem Kleinen da. Ja, nee, okay. Du. Revert Flight, weil das überlebt hat, ist okay. Revert to Launch. So. Hallo Bill, willkommen zurück von der Insel. Wurde es erfolgreich abgeholt und so. Und jetzt machen wir es wirklich mal so, wie es eigentlich gedacht ist. Also wir machen keinen Schub. Stopp, SAS an. Wir drücken Leertaste fürs Aktivieren von allen dreien. Dann deaktivieren wir den. Geben jetzt Schub. Ja. Alles gut, alles gut. So, wir sollten auf 12 Kilometer Höhe mit dem Ding. Und dann sollen wir umschalten. Ich glaube, so ab 150 oder so kann ich hochziehen. Na, jetzt schon. Okay, hoch, hoch, hoch. Oh, okay. So, welchen Winkel ich am besten fliege und so weiter, weiß ich noch gar nicht. Also probiere ich einfach mal erstmal 45 Grad. Und dann gucken wir weiter. Asayal Jua bezweifelt gerade, dass er wirklich abgeholt wurde. Er geht davon aus, dass Bill von da hinten rüber torkeln musste und den ganzen Weg hierhin schwimmen. Was wirklich sein könnte, denn hier scheinen hier keine Boote zu haben. Die haben nur ein Weltraumprogramm, die haben nichts anderes. So, also wir müssen hoch, hoch, höher. Achso, und Ding ist einfahren. So. 117 Meter wird langsam mehr. Und hey, da ist der Mon. Hallo Mon, wir zielen fast genau auf dich rauf. So, aber wir müssen jetzt auf 12.000, das heißt, es muss schneller gehen. Sieht soweit gut aus, sieht soweit gut aus. Oh, oh, oh. Oh, oh. Macht manchmal ein bisschen komische Sachen da.
Mach mal RCS an. Hoffentlich beruhigt das das Ganze. Also wird ganz schnell RCS-Fuel verbrauchen, aber da Monopropellant. Ja, pf, nee, okay, hat genug drin. Ja, Bill guckt wirklich angespannt. Aber da ist der Was war das gerade, was entgegengeflogen ist? Das sah aus wie ein Mini-Mond. Hm. Oh, 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 oh. 8000. 9000. 10.000, gleich müsste der Schub runtergehen, weil wir keine Luft mehr haben. 11.000. Intake Air wird immer niedriger da. So, 12.000. Okay, das heißt, Schub aus. Shutdown Engine. Shutdown Engine. Activate Engine. So. Ich glaube, so war der Plan. Wir nehmen ordentlich Schub auf. Wir haben noch lange keine Umlaufbahn oder irgendwas in der Richtung. Aber wir gewinnen an Höhe. RCS aus. Guter Tipp. So. Im Chat wird gefragt, wo ich hin will. Ich will nirgendwo wirklich hin. Ich will nur gucken, wie es mit den Flugzeugen funktioniert. Und das Flugzeug hier soll angeblich bis ins All kommen. Das heißt, ich hätte gerne einfach nur, dass wir hier aus der dritten Atmosphärenschicht rauskommen. Mehr will ich gar nicht. Das sieht nicht so wirklich danach aus, wenn wir es schaffen würden. Apoapsis steigt nur sehr langsam. Ich bleib mal hier auf 90 Grad. So. Geschwindigkeit steigt stetig. Wir sind in der zweiten Atmosphärenschicht. Da musst du wohl noch die Luftzufuhr justieren. Und ich habe einen Schritt übersehen. Du hast den Schritt auf 2 Kilometer die Sekunde beschleunigen. 2 Kilometer die Sekunde? Wie? Das ist krass, okay. Ja, Treibstoff reicht nicht mehr so wirklich lange. Aber wir sind schon mal ziemlich weit gekommen. Da hinten haben wir angefangen. Warum auch immer unsere Umlaufbahn hier anfängt. Das ist komisch. Also wir haben keine Luft mehr. Treibstoff nähert sich dem Ende. Apoaps ist es bei 31.000. Das könnte noch hinhauen. Eventuell mehr Steigung. Nö, ich glaube nicht. 90 Grad oder 45 Grad, was es jetzt ist, ist schon recht viel. Man soll ja auch nicht gerade vom Planeten wegfliegen, sondern halt mit der Umdrehung und all sowas. Auch noch einen bestimmten Winkel, damit man nicht zu viel Treibstoff verbraucht. Und gleiches Treibstoff alle. Schub aus. So, wir haben noch 40 in Treibstoff. Da warte ich, bis wir näher an der Apoapsis dran sind. Also warp ich ganz kurz. Ah. Sekunden, 30 Sekunden. Hier ist okay. So, Restschub. Hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Und Treibstoff ist alle. 62.000. Das. Oh. Okay. Wir sind schon aus der dritten Atmosphärenschicht raus. Aber wir haben noch keine stabile Umlaufbahn. Stabile Umlaufbahn W-Hält erst ab 70.000. Aber hey, Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Ziel war es ja nur, aus der dritten Schicht rauszukommen. Das heißt, wir stürzen jetzt mal gezielt ab. Und ich guck mal, wie gut wir mit dem Ding gleiten können. Das heißt, Warp. Jetzt kommen wir runter. Ab jetzt gehen wir runter. So, Ansicht wechseln. Geschwindigkeit sieht noch okay aus. Wir verlieren recht schnell an Höhe. Ziehen wir ein bisschen hoch. Wir haben auch noch keinen wirklichen Luftwiderstand, also. Warp, 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 warp. Bill freut sich in Keks. Warum auch immer. So, Atmosphärenschicht. Das sieht nicht so aus wie.
Nicht hoch, vorwärts. Was? Ember meint, ich soll vorwärts kippen. So? So soll ich gleiten? Oh, 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 oh. Okay. So ist meine Umlaufbahn. Mach das Triebwerk aus und deine Antriebe an. Dann kannst du wieder anfangen und landen. Ich habe aber keinen Treibstoff. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht nicht gesund aus. Ja, ja, Triebwerke sind an. Achso, das Triebwerk an. Wow, okay. Nicht Leertaste drücken. Wir hatten noch Treibstoff? Warum hatten wir noch Treibstoff? Ach, das war in den Dingern, die wir nicht starten wollten, ne? Na gut, Bill, wenigstens überlebst du jetzt. Hui. Aber ja, das Flugzeug sieht schon mal sehr interessant aus. Und wenn man die Spielmechanik ein bisschen besser versteht als ich, vor allem was die Flugzeuge halt angeht, wird man damit auch definitiv ins All kommen können. Das ist schon mal schick. So, Bill sieht sehr bedrüppert aus. Und da stürzt unser Flugzeug ab. Na gut, Bill, du wirst wohl überleben. Das heißt, Revert Flight. Wir gucken uns mal ein anderes Flugzeug an. Auch wenn ich ziemlich zuversichtlich bin, dass ich kein solches tolles Flugzeug bauen werden kann. Was ich auch gar nicht versuchen werde. Das heißt, wir albern jetzt noch ein bisschen rum. Und nächsten Mittwoch machen wir mit den Raketen weiter. Das liegt mir doch irgendwie eher. Also laden. Was haben wir da? Albatros. Load. Wow. Okay. Was? Zwei Triebwerke. Kein Fallschirm. Cockpit ist hier, also werde ich da auch nicht irgendwie das Cockpit abspalten können. Aber ich baue einfach sicherheitshalber mal ein paar Fallschirme oben rauf. So. So. X. Zwei Fallschirme. Die werden auf keinen Fall reichen. So, vier Fallschirme. Neue Stage. Triebwerke nach unten. Albatros 3.1. Speichern. Okay. Wie viele Räder hat das Ding? Zwei? Achso, vier. Boah, das sieht sehr gewagt aus. Das wird bestimmt wackeln ohne Ende. Und fällt die Leiter da eigentlich automatisch ab? Gucken wir mal. Speichern Launch. Der muss absurd viel Treibstoff haben. Ne, Reichweite haben. Ja, mal gucken. Also der sieht wirklich so aus, wenn er konzipiert wäre, zu gleiten. Wobei ich das dann nicht so wirklich hinbekommen habe, aber wow. Das Ding ist gerade fast zerrissen. Ah, und der hat jetzt auch einen richtigen Hintergrund. Vorhin hatten die immer nur so ein schwarzes Kästchen. So, Bill freut sich schon mal. SAS an. Schub hoch. 3, 2, 1. Mehr Schub. Ah. Ab 100 rum konnten wir mit den anderen versuchen zu... Oh. Ist das normal? Du fliegst von alleine. Okay. Warum auch nicht? Also man muss kein bisschen steuern. Das Ding hebt von alleine ab wegen dem Aufwind. Was schon mal sehr cool ist. Aber wir sollten trotzdem mal hochziehen. Das fliegt sich super, das Ding. Vor allem sieht es auch cool aus mit dem Flappen. Flap, 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 flap. Oh, okay. Aber wenn da irgendwas schief läuft, reißt er sofort ab. Hm? Und die Leiter ist weg. Ach, da ist die Leiter. Die kann man aus- und einklappen.
sollte wohl nicht versuchen, jetzt auszusteigen. Hm? Ne, komm. Okay, das reißt schon mal nicht ab. Du. Retract. Wir sind auch schneller als die anderen Flugzeuge, obwohl wir so riesengroß sind. Da ist wieder der Mon. Hallo Mon. Oh, oh, oh. Kippen, kippen. Ich wollte gerade so ein Barrel Roll machen, also so eine seitliche Drehung um die eigene Achse. Das will der nicht. Er besteht aus zu vielen Teilen, das will er nicht. Vorwärts kippen ist okay, aber dann flattert er halt mit den Flügeln so ein bisschen. Und ich denke, wenn ich das übertreibe, reißt es ab. Und seitlich geht halt gar nicht, weil es zu viele Elemente sind. Das heißt, ich kann das Ding nur seitlich drehen mit dem Strafen quasi. Oh. So. Ich fliege mal wieder zu der besagten Insel, wo schon mehrere Bildklone abgestürzt sind. Da. Stabilisier, stabilisier, stabilisier. Versuch mal höher zu kommen. Weil der Treibstoff reicht ja echt ewig. Das heißt, hiermit könnten wir überall auf dem Planeten landen. Warum hast du so eine Umlaufbahn angezeigt bekommen, wenn wir auf keinen Fall da unten abstürzen werden? Oder etwa doch? Aber wenn wir einigermaßen stabil fliegen, also nicht zu steil hoch und so weiter, so, dann müssten wir doch ewig geradeaus fliegen können, solange unser Treibstoff reicht, solange wir Luft haben und so weiter. Warum zeigt er mich hier also eine Umlaufbahn an? Als wenn es eine Rakete wäre, die irgendwann wieder runterplumpst. Ich glaube, da fehlt irgendwas für Flugzeuge. Dussel 08 sagt, weniger Schub, dann sinkt der Lift der Flügel und das lässt sich besser steuern. Guck mal. Schub runter. Ja, das stimmt. Weniger Schub lässt sich wesentlich besser steuern. Aber wir haben halt auch weniger Schub. So. Kippen, kippen, kippen. Alles gut. Okay. Ja, das ist ein sehr elegantes Flugzeug. Aber wie gesagt, sowas hätte ich niemals auch nicht hinbekommen. Guck mal, wie viele Teile das hier aneinander gebappt sind. Und dann vorne noch diesen Querverstrebungen, die eigentlich gar nicht normal connecten würden. Sieht einfach nur aus, als wenn sie connecten. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber halt auch ein bisschen langweilig, finde ich. Also Flugzeuge an sich. Weil man fliegt nirgendwo wirklich hin. Also wir können jetzt... Also ja, wir können auf bestimmten Inseln landen. So ist bestimmt auch schön schwer, eine schöne Herausforderung. Aber ich will eher ins All. Das ist nicht so mein Ding. Also probieren wir jetzt was Abgefahrenes, um zu gucken, was das irgendwie kann. Vorgeschlagen wurde schon Looping. Aber ich denke nicht, dass die Physik da mitmacht. Nö, ich kann nicht höher. Doch. Okay, okay. Oh. Gleich macht's knack. Da sind sogar Fuel Ducts drunter. Sehr cool. Oh. Nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen. Nach hinten kippen. Haha. Mag er nicht. Irgendwas reißt da gerade. Und pfeift ganz komisch. Schub aus. Bill, mach was. Bill, mach. Gegensteuern. Da lässt sich nichts mehr gegensteuern. RCS an. Hast du den mit RCS? Scheint sich langsam im Kreis zu drehen. Weil es wahrscheinlich langsam abstürzt, hm? Spezialrolle? Ja, das sieht definitiv spezial aus. SAS aus. So, ich steuere mal durch, gehe nach rechts. Steuere mal durch, gehe nach links. Drehe mich mal um die eigene Achse. Nö. Das macht irgendwie alles nichts. Ich gebe jetzt mal voll. Schleunig nur die Drehung.
Nee, 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 ist keine gute Idee. Schub runter, schub runter, schub runter. Wow, okay. Da ging die Hälfte unserer Fallschirme. Bye, bye, Flugzeug. Teil. Das sieht sehr gefährlich aus. Wahrscheinlich genauso gefährlich wie wir, hm? So, Fallschirm auf. Das ist falsch rum. Ich glaube, es wäre jetzt sicherer, wenn er jetzt ein EVA machen würde, als wenn er hier drin bleibt. Fallschirme. Wenn die aufploppen, zerreißen die alles. Erstmal werden sie das ganze Ding einmal umgedreht, weil die Fallschirme auf der anderen Seite angebracht sind. Oh, oder auch nicht. Obwohl die Fallschirme auf der anderen Seite sind, nämlich eigentlich hier, gehen sie einfach durch das Ding durch. Und kippen es dann um. Ah, okay. Ja, Bill, nochmal Glück gehabt, ja? Flump. Platsch. Albatros Schrott. Ist nicht mehr zerschellt. Also ist einigermaßen stabil. Kann man nichts sagen. Und der dürfte jetzt richtig gut eintunken in dem Winkel. Mal gucken, was davon übrig bleibt im Wasser. Und platsch. Alles. Oh, ihr wisst, was ich jetzt probieren muss, oder? Revert Flight, Launch. Ich will jetzt eine Wasserlandung probieren. So. Albert Rose. Ja, Quarks, richtig. So, SAS an. Schub hoch. Starten. Der sollte eigentlich auch gar nicht so schnell sein. Ich will eigentlich nur ganz leicht abheben und dann langsam, oder so langsam es eben geht, auf dem Wasser landen. Und dann gucken, ob wir auf dem Wasser Schub geben können. So, also wir fliegen. GS einfahren. Da vorne ist schon das Wasser, also kann ich jetzt schon Schub runternehmen. So, Schub runter. Gucken wir mal, was passiert. Also eventuell werde ich noch ein ganz kleines bisschen Schub geben müssen. Ja, sieht gut aus. Das ist noch viel zu schnell, das wird zerreißen. Aber wenn es noch ein bisschen langsamer wird, könnte das hinhauen. 120 Meter. Meter, 60 Meter. Fallschirm. Okay, das war jetzt. Ne? Wow. Gut. Wir haben keine Triebwerke mehr. So war das nicht geplant. Ching, ching, ching. EVA. Let go. Ja, also Bill-Klon Nummer 4 hat jetzt eine schöne Insel mitten im Nirgendwo vor der Startrampe und kann jetzt hier den ganzen Tag rund runter laufen und springen. Was er nicht unbedingt mit Jetpack machen sollte, mitten auf einer Treibstoffleitung, aber hey. Das ist schade, dass kein Triebwerk überlebt hat. Ich hätte echt gerne mal gucken wollen, wie sich das verhält im Wasser. Also ob man quasi ein Boot bauen kann. Mit dem kleineren könnte das vielleicht gehen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Flupp. Oh, er hat sogar so eine kleine Aufstiegsplattform wie im Schwimmbad. Dass man leichter wieder hochkommt. Funktioniert noch nicht so ganz. Und er reißt sie gleich ab. Jetpack. Jetpack. Haha. Doink. So. Ja, na gut. Raus. Red Flight, Spaceplane Hänger. Ich probiere jetzt einfach das ganz kleine Flugzeug, was wir am Anfang hatten. Hab da einen Fallschirm rauf, versuche dann mit denen im Wasser zu landen und dann bleibt hoffentlich ein Triebwerk dran. Ja. Laden. Das da. So, hast du schon... Nee, hast du nicht. Du brauchst ganz viele Fallschirme, denn du musst butterweich landen.
X. Genau, hier, ja, ruhig. Da zwei. Und da zwei. AA, speichern. Starten. Stimmt, ja, wir haben die Leiter auch noch. Dann bekommt er noch einfacher in seinen riesen Swimmingpool. So, also Bill, Klon Nummer 5. Ja, ich glaube 5. Er sieht jetzt an, starten. Oh, ich glaube, ich habe... River Flight, Launch. Ich habe gerade die Fallschirme gezündet in dem ersten Boost. Braucht definitiv eine eigene Stage. So, Stage. Oben drauf. Fallschirm. Fallschirm. So, jetzt SAS an, Schub hoch, starten. Genau. Alles gut. Sieht soweit okay aus. Muss die eh nur bis zum Ende der Rampe kommen. Fahr doch einfach ins Wasser. Nee, das, nee. Oh. So. Und Schub aus. Und Gears lassen wir mal dran, vielleicht helfen die irgendwie. So, wir werden langsamer, Flupp. Grab mal am Strand. SAS aus. So, 6 Meter die Sekunde. 5 Meter. Schub ist aus. Ja, wir treffen mit dem Triebwerk zuerst auf, das ist nicht so gut. Und... Aha! Okay. Wir sind gewassert. Schub an. Es geht! Guckt euch das mal an! Oh, sieht nicht gut aus. Schub runter. Okay, Gears einfahren. Ich hab Schub aus, aber macht immer noch irgendwas. So, stabilisier dich, stabilisier dich. So. SAS an. Schub. Leichten Schub. 4 Meter, 5 Meter. Kannst du tauchen? Nee, ich denke nicht, dass ich tauchen kann. Oh, jetzt kommt der erste Ditcher. Ditch, Ditch. Der Air-Intake ist übrigens im Wasser. Da unten. Stelle ich mir ein wenig interessant vor. Platsch, platsch, platsch. Mehr Schub. Platsch. Platsch, 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 platsch. Davon bitte ein Screenshot. Okay. Mehr Schub. Gucken wir, ob wir auseinanderreißen. Bildklon Nummer 5. Können wir abheben? Nein. Aber wir können unser Triebwerk abreißen. Okay. Können nicht tauchen. Das ganze Ding taucht nur von alleine. Kann ich mich drehen? Nur so ein bisschen. Irks. Irks. EVA. So, Bildklon Nummer 5 hat eine ebenfalls Insel vor der Küste gebaut. Aber eine nicht so große wie Bildklon Nummer 4. Und er hat auch keine Leiter mehr zum Ausklappen. Ach du, doch da. Extend Ladder. Extend Ladder. Geh mal aus dem Weg. Flop. Sehr schön. Brauchst du noch eine Angel. Grab. Blub, blub, blub. Ah, er kann doch tauchen. Jedenfalls so ansatzmäßig. Er will irgendwie nur immer automatisch nach oben, obwohl ich gar nicht nach oben drücke. Kann ich gar nicht nachvollziehen. So. Ja, aber ich denke mal, genug rumgealbert für heute. Mit den Flugzeugen.
Wie gesagt, es ist sehr interessant. Man kann bestimmt auch ganz gut Forschungspunkte so absahen, wenn man auf die verschiedenen Punkte der Karte fliegt. Mit dem Albatros ist das ja absolut kein Problem. Und dann meinetwegen einmal beim Gebirge in der Nähe landet, einmal bei einer Wüste in der Nähe landet, einmal auf diesen komischen Inseln. Und auch so versucht, die Easter Eggs zu finden. Wobei mir jetzt auf Anhieb nicht so viel einfällt, wo man landen könnte. Ah, doch, hier zum Beispiel. Oh. Da, auf der Insel, in diesem riesigen Einschlagskrater. Da könnte was sein. Oder hier in diesem Flusssystem. Dafür könnte ich mir Flugzeuge ganz interessant vorstellen. Aber allgemein liegen mir die Raketen wesentlich eher. Das heißt, wenn wir nächsten Mittwoch weitermachen, werden wir auch die Raketen nehmen. Das heißt, vorher versuche ich nochmal Miles zu erreichen, dass er nochmal seine Booster-Rakete schickt und wir dann die ausprobieren können. Das hat ja dieses Mal leider nicht geklappt. Und wenn das nicht klappt, oder halt im Anschluss, machen wir dann ganz normal unsere Raketen weiter, damit wir auch weiterkommen. Es gibt ja schon noch recht interessante Herausforderungen. Gerade was eine Raumstation angeht, könnte man mal versuchen. Auch wenn das mit dem Docken noch so ein bisschen problematisch ist bei mir. Aber vielleicht kriegst du mit Hilfe des Chats hin. Das wäre schon mal ganz schick. So, was sagt der Chat? Wie wär's mit einem Fallout-LP? Nee, nicht jetzt. Aber allgemein, es ist auf meiner To-Do-Liste. Aber gut. Ich werde heute schon ein bisschen früher Schluss machen. Nehme ich jetzt so. Denn bin nicht ganz so gut drauf und ich denke mal, es ist dann besser jetzt, wenn ich jetzt Schluss mache. Ich hoffe, für euch war es soweit unterhaltsam, mal in die Flugzeuge reinzugucken. Und wir sehen uns dann nächsten Samstag, ganz regulär zum Streamen. Mit welchem Spiel kann ich allerdings noch nicht sagen. Samstag ist ja immer so unser Ausprobiertag. Da muss ich mal gucken, was noch so alles in der Liste ist. Sind ja doch ein paar neue Spiele hinzugekommen. Zum Beispiel Long Live the Queen. Das sieht zwar ein wenig komisch aus, aber ist ganz unterhaltsam. Also das könnte man Samstag so antesten. Und vielleicht ist dann auch Kyria wieder da. Was sagt der Chat noch? Sicher, der Chat weiß Bescheid. Was so eine Raumstation am allermeisten braucht, ist Booster. ja, Kill the Queen kann man es auch nennen, das passt. Und Fullong69 fragt, wie sieht's mit EVE Online aus? Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe wieder angefangen zu spielen. Ich habe momentan allerdings noch nicht vor, eine Koop aufzubauen, weil ich dafür momentan noch nicht wirklich wieder gut genug im Spiel drin bin, auch nicht weiß, wie viel Zeit ich investieren kann und so weiter. Aber behaltet das mal im Auge. Falls ich da eine Koop gründen werde, auch mit Zuschauern, dann werde ich auf jeden Fall ordentlich Bescheid geben. Und dann müssen wir gucken, was wir daraus machen. Aber ja, für heute ist erstmal Schluss. Wir sehen uns dann Samstag. Oder halt, wenn ihr nur KSP gucken wollt, nächsten Mittwoch, weil Mittwoch ist ja immer KSP-Tag. Und dann bis die Tage. Bye, bye. Achso, mein Char heißt übrigens Gerugon. Jedenfalls den Char, den ich jetzt erstellt habe, um eventuell eine Koop zu gründen, was ja, ne? Doch schon recht viele Skills braucht. Also falls ihr mich sucht, einfach Gerugon adden oder im Forum habe ich auch meine Hauptchars verlinkt unter über mich. Ah ja, jetzt gute Nacht und so. Bye, bye.